Nach einer etwas längeren Pause, was heißt längere Pause? Also nach einem normalen Spielplan, nach einer Woche geht es jetzt endlich wieder los gegen Freiburg. Freiburg auf Platz 9, gesundes Mittelfeld würde ich sagen. Da sehe ich auch Freiburg auch, um ehrlich zu sein, am Ende der Saison, so ein gefestigter Mittelfeldplatz. Ja. Sympathische Mannschaft. Am Sonntag werden sie mir nicht sympathisch sein, weil wir dagegen gegen sie spielen werden. Ich bin zuversichtlich, muss ich sagen. Du bist zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich. Zwei Siege jetzt in Folge. Freiburg zwar jetzt auch. Mit einem Sieg im Rücken gegen Stuttgart haben sie sich ein 2-1 erkämpft. Erkämpft. War es wirklich erkämpft? Also, ich hab mir die Highlights angesehen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die Statistik eingehen, von den Schüssen klar unterlegen, vom Ballbesitz unterlegen, Pässe unterlegen, Passgenauigkeit war 66%. Also da war scheinbar Stuttgart in der besseren Position. Alle Tore in der ersten Halbzeit gefallen. Freiburg den Rückstand, den 1-0-Rückstand gedreht. Das heißt, kämpfen können sie schon mal, hoffentlich nicht Sonntag. Und Stuttgart hat einen Elfmeter verschossen, noch kurz vor der Halbzeit, sehe ich hier gerade. Stimmt, richtig. Ja, das habe ich auch noch in Erinnerung. Sehr gut. Ja, also. Und wie du eben angesprochen hast, mit Ballbesitz, denn ich habe mir auch noch die Spiele von Freiburg davor so ein bisschen die Statistiken angeguckt und da ist mir auch aufgefallen, dass sie wirklich eigentlich immer weniger Ballbesitz haben. Außer einmal, da hatten sie 50-50 mit Köln, aber sonst wirklich immer fast schon viel weniger Ballbesitz als die gegnerische Mannschaft. Die Quote liegt in der Saison 2021, sehe ich hier gerade, bei durchschnittlich 45% Ballbesitz. Zweikampfquote auch unter 50%. Laufleistung ist aber immer ein bisschen mehr als der Bundesliga-Durchschnitt und auch von den Torschüssen her leicht Ist ja über dem logisch, Durchschnitt. dass die Laufleistung ein bisschen höher ist, weil wenn die gegnerische Mannschaft den Ball laufen lässt, heißt es ja, dass dann Freiburg mehr laufen muss, um den Ball hinterherzukommen. Genau richtig. Ja, also Freiburg. Auch nicht zu unterschätzen, aber wie gesagt, ich bin zuversichtlich, was das angeht. Ich bin auch zuversichtlich mit der Aufstellung, denn ich glaube tatsächlich, dass ein Brooks nicht spielen wird. Ich glaube, dass wir wieder mit der Brecher-Innenverteidigung Lacroix Pongratschitsch auflaufen werden. Endlich mal wieder. Weil jetzt wieder ein bisschen längere Regenerationszeit gehabt. Pongratschitsch vielleicht noch fitter jetzt. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass er gegen Freiburg zu Hause Pongracic Lacroix spielen lässt. Also ja, kann passieren. Ich persönlich habe aber immer noch Pux daneben stehen, weil ich glaube, dass der eher spielen wird. Ja, also es ist auch prinzipiell eher schlauer, nicht viel auf der Innenverteidigerposition zu rotieren, weil das sind halt so Positionen: Innenverteidiger, Torwart, zentrales Mittelfeld. Da eher das Stammpersonal behalten und eher so auf den Flügeln oder auf den Außenverteidigerpositionen vielleicht mal ein bisschen mehr rotieren. Aber Brooks, doch Brooks. Ich wollte Bruma, Brooks, beide Scheiße. Brooks muss auch kleiner Spaß hier. Brooks muss aber aus der Startaufstellung raus und deswegen habe ich Pongratic und Lacroix da hinten geparkt. Außerdem Otavio Mbabu, da halte ich dran fest. Mittelfeld Arnold Schlager. Dann auf rechts Baku. Mbabu Baku, das funktioniert gut auf rechts. Weghorst, ja scheinbar noch ein bisschen angeschlagen, hat jetzt am Freitag das Training nicht mitgemacht. Wie heißt es? Das Abschlusstraining wird er am Samstag aber voraussichtlich mitmachen. Steffen heute wieder im Training gewesen, also am Freitag. Das heißt, der wird auch wieder mit dabei sein. Den habe ich dann auch auf dem linken Flügel geparkt. Und ein Ex-Freiburger Philipp wird gegen Freiburg in die Startaufstellung rücken. Okay, also ich habe bis, also jetzt die Innenverteidigung habe ich bis zum zentralen Mittelfeld gleich. Rechten Mittelfeld habe ich auch Baku. Und dann wird schwer. Die Frage ist, lässt der Steffen spielen? Auch wenn er jetzt eher leicht angeschlagen ist, auch wenn er wieder mittrainiert hat, dass er ihn vielleicht lieber schont, weil man ja jetzt auch wieder eine englische Woche hat. Je nachdem, wie er gegen Schalke, ob er Pokal wichtig ansieht. Und ich glaube, er will schon im Pokal weiterkommen. Das wäre schon Dann könnte schön. ich mir vorstellen, dass er da lieber einen Steffen spielen lassen will und ihn deshalb vielleicht eher schont. Und da habe ich mir gedacht, weil es jetzt auch schon immer wieder mal passiert ist, dass vielleicht sogar ein Gerd auf die linke Seite rutscht. Okay, die gefällt mir.
gut, mal ein bisschen destruktiv, ein bisschen, ja, bisschen anders denken. Und dann habe ich eine Doppelspitze, kennt man von mir natürlich, weil Freiburg, wie schon eben gesagt, eher eine Mannschaft ist, die den Gegner spielen lässt und ja, wo man erstmal die Abwehr halt dann knacken muss, weil die sich ja jetzt vom Ballbesitz, wenn man den sich ansieht, wahrscheinlich sich eher hinten reinstellt. Ich habe mir jetzt nicht direkt Spiele von Freiburg angeguckt. Aber ja, wenn sie sich eher hinten reinstellen, dann ist ein zweiter Stürmer meistens nicht so schlecht, wenn der dann da vorne noch ist und ja, Weghorst einfach unterstützt. Und deswegen steht da dann neben Weghorst Pialek. Ich schau mal eben, wie Freiburg hat gegen Stuttgart in einem 3-4-3 gespielt, würde ich schon fast sagen. Vierer Mittelfeld. Und Stuttgart hat dagegen mit nur einer einzigen Spitze gespielt und dann zwei Zehnern. Das könnte sehr gut sein, dass vielleicht eine Doppelspitze effizienter wäre. Habe ich hier ja mal gerade nachgebastelt, sieht auch nicht schlecht aus. Gerhard auf der linken Seite als Flügelspieler, ja eigentlich braucht man da, muss man da eher mit Tempo kommen, was jetzt nicht zu seinen ja ganz großen Stärken gehört. Aber vielleicht ist das eine Option. Und wenn es doch nicht klappen sollte, kann man dann immer noch... Kann auch ein Philipp da spielen oder ein Prekal oder halt wirklich ein Steffen, je nachdem, wie man lustig ist, ne? Falls es dann doch nicht irgendwie funktioniert und nicht klappt, kann man ja zur Halbzeit dann irgendwie ein Dreier-Mittelfeld bilden mit Gerhard, Arnold, Schlager, vielleicht ja einen Baku rausnehmen oder so und dann hier auf der Zehner-Position einen Philipp einwechseln oder so. Das ja, oder man möglich. Kann auch sein, dass er nicht mit einer Doppelspitze spielt, weil und lieber einen Philipp dahinter stellt, das ist, wie du es jetzt gemacht ja hast, um vielleicht Pialek eher bei 100% dann zu haben, falls Weghorst wirklich nicht 90 Minuten spielen kann. Falls Weghorst sagt, okay, ich muss nach 60 Minuten raus, dass dann ein frischer Pialek reinkommt, der dann da vorne noch mal ein bisschen Tempo macht. Ein bisschen Action macht, was er ja, ja kann. Was, also immer wenn er reinkommt, finde ich, wird das Spiel noch mal um so 5-10% so ein bisschen gepusht. Noch mal so ein bisschen Körperlichkeit kommt rein. Offensiv ist man dann auch irgendwie aktiver, habe ich das Gefühl, dass mehr 10 irgendwie in der Offensive passieren. Ja, kann eine Einbildungssache sein, dass ich mir einfach komplett gestörte Wahrnehmung habe. Aber kann natürlich sein, das Gefühl, ja. Dass es wirklich ein bisschen offensiver wird. Ja, es kann vielleicht sogar daran liegen, vielleicht liegt es nicht primär an Bialek selbst, der offensiv was macht. Das natürlich auch, möchte ich ihm gar nicht unterstellen, dass er nicht nach vorne arbeitet, natürlich. Aber vielleicht auch, dass die Spieler auf dem Feld das Signal vom Trainer dann noch ein bisschen besser verstehen. Wenn sie sehen, es wird noch ein Stürmer eingewechselt, neben Weghorst vielleicht kommt ein zweiter Stürmer, dass sie sehen, mehr Druck nach vorne, mehr Körperlichkeit, dass das Signal vielleicht noch mal ein bisschen verstärkt wird. Gut möglich. Ja, und ja, also jetzt noch, können wir ja auch noch das Hinspiel, also die in der Hinrunde das Spiel nochmal ansprechen. Ja, gerne. Da hat man 1-1 gespielt. Die Daten muss ich mir jetzt nochmal hier angucken. Ich weiß nicht, ob du sie auch gerade zeigst, aber da hatte tatsächlich Freiburg mehr Ballbesitz. Also Wolfsburg hat eher Freiburg spielen lassen, obwohl man das nicht sagen kann. 53-47% Ballbesitz. Aber da muss man auch sehen, dass Wolfsburg viele geschont hat, weil man da ja noch in der Europa League Quali dabei war. Deswegen war zum Beispiel Wechers auf der Bank, Lacroix war auf der Bank, da hat auch Klaus Rechtsverteidiger gespielt, Ottavio hat da auch gespielt, weil da war ja Russia noch fit. Richtig. Auf der 10 hat Mali gespielt, das sagt schon so einiges das über diese Aufstellung aus. Ja. Nichts gegen Mali, aber ist aber halt so. Doch. Ja. Ja, und im Sturm war Ginchek. Und wie ich eben angesprochen habe, Weghorst und Lacroix waren ja auf der Bank. Da habe ich unnützes Wissen dazu. Nämlich da ist dieser Jubel, den die beiden immer machen. Ja. Dass sie in den Himmel zeigen. Ist dann standen da Lacroix so ein Zitat aus der Bibel zu Weghorst gesagt hat, weil Weghorst bis dahin noch kein Tor geschossen hatte. Ja, die Ausbeute deshalb mau war. Hat dann Lacroix ihn damit aufgemuntert, mit einem Satz aus der Bibel. Und dann hat Weghorst ja zwei Spiele später ein Tor gemacht und da haben sie dann angefangen mit dem Jubel, das sie in den Himmel zeigen, zusammen. Interessant, ich mag ohne zu wissen, das hat mir gefallen. Ja. Sehr schön.
ja, vielleicht noch ganz kurz anzureißen, hat nicht viel mit dem Freiburg-Spiel zu tun. William ist weg. Brauchen wir nicht viel drüber reden, bis Ende der Saison zu Schalke ausgeliehen. Heißt auf der Rechtsverteidigerposition jetzt ein Mann weniger, was ja aber überhaupt nicht schlimm ist. Wir haben einen Barbuda, das reicht dicke hin. Also da brauchen wir nicht viel drüber reden. William sammelt Spielpraxis, gut für ihn, gut für uns, gut für Schalke, gut für alle. Ja, und wir haben eine Verpflichtung gemacht, beziehungsweise eher für die U23, das südkoreanische Offensivtalent wird er genannt. Yoon Sang-hong. Da ist jetzt offiziell, dass er zu Wolfsburg gekommen ist. Ja, dann vielleicht auch mal in den U-Mannschaften vielleicht ein bisschen Action machen, und wenn er dann doch irgendwie ein bisschen mehr Action macht, dann vielleicht mal hochziehen auf den Flügeln oder im Offensivbereich kann man den gut einbauen. Ja, dann noch kurz auf den Spieltag generell habe ich vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu sagen, denn dieser kann wirklich wieder, ich habe das Gefühl, wir sagen es seit 5 Spieltagen durchgängig, aber auch dieser hier ist wieder sehr, sehr wichtig und kann ja uns da oben weiter festigen. 32 Punkte, mit 3 Punkten stehen wir dann Mattegini bei 35, Freiburg steht bei 27, danke, und die Konkurrenz spielt gegeneinander an dem Spieltag. Leipzig spielt gegen Leverkusen und Union spielt gegen Gladbach. Diese beiden Spiele sind sehr gut. Leipzig-Leverkusen, nehmen wir mal an, Leipzig gewinnt, überholen wir Leverkusen. Nehmen wir mal an, Leverkusen gewinnt und wir gewinnen auch, sind wir punktgleich mit Leipzig. Also, das kann. Und Leverkusen. Richtig. Und weiß ich nicht, Gladbach, Union, die sind, mischen da auch oben Europa League Champions League mit. Das gefällt mir, der Spieltag. Also wer den Spieltag geplant hat, wer den ausgelost hat, den gebe ich ja mal aus. Ja, mag ich. Da ist der Satz, glaube ich, der trennt sich die Spreu vom Weizen passend, weil jetzt zum Beispiel gewinnt Gladbach, dann bleibt Union weiter unten. Das heißt, Gladbach, und wenn Wolfsburg auch gewinnt, Gladbach, Wolfsburg trennt sich dann ja sozusagen von Union ab. Freiburg ist dann auch wieder weiter weg, wenn Wolfsburg gewinnt. Ja. Also da kann man schon sagen, da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Also sind wir uns einig, dass das ein wichtiger Sieg wäre, und das wird auch ein Sieg. Vielleicht fette Überleitung jetzt zu unseren Tipps. Genau. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht natürlich. Ich habe ursprünglich ein 3-0 getippt. So. Jetzt ist aber folgende Sache. Du hast es auch angesprochen und ein Kumpel von mir auch. Brooks wird wahrscheinlich spielen. Sehe ich auch ein. Ich wünsche es mir nicht, aber es wird wahrscheinlich so sein. Und dann hatte ich ein Gespräch mit ihm und er meinte, ja, Brooks wird ja spielen. Und er meinte, ja, stimmt. 3-0 ist ein bisschen blöd. Das heißt, mein endgültiger Tipp ist 3-1. Ich hatte anfangs tatsächlich auch 3-1 getippt. Das war auch mein erster Gedanke. Ich hielt auch relativ lange dran fest, also ja, das heißt relativ lange, ich weiß selbst nicht wie lange, aber dann ist mir eingefallen, unter anderem in einem Gespräch mit meinem Vater, dass man ja eigentlich heim irgendwie manchmal dann doch Probleme hat mit Freiburg, dass man dann bei denen auswärts souveränen Sieg holt, aber dann plötzlich im Heimspiel in derselben Saison irgendwie Probleme bekommt, weshalb ich sogar denke, das ist ein, ja, dann sage ich 2-1. Dass es eher knapper wird, ja. Freiburg ist unangenehm zu bespielen. Also das ist gar keine Kritik an Freiburg. Die Breisgauner ergaunern sich immer die Punkte. Jetzt gegen Stuttgart, das 2-1 war eher glücklich. Also die holen sich die Punkte da, wo sie sich die holen müssen. Und das machen sie auch gut so. Ja. Und ja, das wird wieder ein schwieriges Spiel. Vielleicht viel wieder im Mittelfeld rumgeduselt, die mit ihrem Vierer-Mittelfeld. Das kann was werden. Grifo finde ich sehr stark bei Freiburg. Einer der stärksten bei Freiburg, finde ich. Auf den muss man aufpassen. Auf Freistößen aufpassen, weil der ist auch ein guter Freistoßschütze. Richtig. Der schießt gerne mal einen direkten Freistoß schön im Winkel rein. Also nicht viel faulen, deswegen nicht Brooks spielen lassen, sondern Pogracic, Glasner, ich hoffe, das guckst du dir noch vor dem Spiel an. Und ich glaube, damit schmeißen wir uns selber raus. Brooks spielt nicht. Pogracic spielt. Nein, Brooks wird spielen. Brooks macht ein Tor.
Fuchs macht zwei Tore, ich sag's dir. Ja, Fuchs macht zwei Tore, wir gewinnen 3-1, er macht das 3-0 und dann das 3-1. Sind wir uns einig, sehr schön. Gut, dann schmeißen wir uns selber raus. Ich hoffe, wir hören uns beim Rückblick zu Freiburg wieder. Und dann kommen auch die Schalke-Videos. DFB-Pokal ist jetzt alles wieder Schlag auf Schlag, strenger Terminplan. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Gut Kick und bis zum nächsten Mal.